So, Genos. Also mit den Maschinenpistolen komme ich so ganz okay. Nice. Klar. Double Kill. Geil. Das war halt nochmal ein Ründchen Koga. Ich werde ein bisschen besser. Ja, hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr dann gedacht habt einzuschauen. Herzlich willkommen hier auf eurem Kanal für High Quality Gameplay zum direkt nächsten Ründchen mit Koga. Und wir sind auch auf der neuen Map, die hier in diesem Patch dazukommt, nämlich der Abgrund, Team Deathmatch Map. Ja, wir spielen Team Deathmatch, 40 Kills bis zum Sieg. Und ich schau mal, ob ich jetzt mit Koga irgendwas hinkriege diesmal. Es wäre auf jeden Fall ganz nice. Die Map ist auf jeden Fall übel geil. Ich finde, die sieht mega nicer aus. Und unsere Mief ist auf. Nee, doch nicht. Okay, da hinten ist ein Drogos. Aus der Entfernung kann ich natürlich nicht ganz so viel machen. Aber ich würde sagen, den versuchen wir uns gleich mal. Ah. Nice, nice, nice. Der geht auch richtig low. Der ist down. Geil. So, da ist Koga. Oh, fuck. Da hau ich mal schnell ab. Na? Ich habe leider gar keine Energie gerade. Nice, der ist down, aber ich sterbe auch leider. Ah, wir liegen auch hinten mit einem Kill. Not so nice. Ist das ein Soundbug oder? Ja, das ist ein Soundbug. Oh mein Gott, der PTS, der buggt so hart rum, ne? Man glaubt es kaum. Okay, er geht wieder dahin. Jetzt müsste er gleich hier sein. Moin, moin, wo bist du? So, wir laufen noch mal ein bisschen schneller. Passiert hier ja fast gar nichts. Wo seid ihr denn alle? Ah, da. Ah ja, ah ja, ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Also wie ihr seht, ich bin immer noch richtig kacke mit Koga und kann ihn gar nicht. Aber ich finde ihn immer noch mega geil. Hä? Ich mache wieder immer direkt den Rechtsklick, das ist halt übel dumm. Und macht gar keinen Sinn mit Koga. Ha, Sinn. Oh, ich hatte sehr wenig Energie leider gerade. Oh. Warte, von wo genau hat der geschossen? Also, ich habe halt echt, Moralschub, das wäre ganz gut. Weil der andere Koga hatte auch schon dreimal seine Ulti. Verstehe ich auch nicht genau, warum. Ich hab's halt immer noch nicht raus, wie man mit dem eigentlich spielt, dem Koga. Alles klar, da holt er einen Droxton zwar auch wieder direkt. Es ist halt kein gutes Gameplay. Es ist echt kein gutes Gameplay. Aber wir können uns ja auch mal ein bisschen die Map angucken. Also hier war ja eigentlich der Jump'n'Run. Man hat auch diese Elemente aus dem Jump'n'Run, wo man so rumjumpt. Also, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese Teile hier. Wir benutzen die mal ganz flink. Bam. Um dann hier den Genos von hinten holen zu können. Und hier war noch ein Gegner. Guck ich mal, was ich gegen... Den will ich jetzt mal mit den Klauen holen. Leute. Okay, das war vielleicht ein Fehler. Ich hätte ihn nämlich einfach so holen können. Aber egal. Alter. So, Genos. Also mit den Maschinenpistolen komme ich so ganz okay. Nice, klar. Double Kill, geil. War natürlich eher durch den Meldamba als durch mich, aber soll mir recht sein, so da kurz weg. Und, dann gucken wir mal. Kommt her. Ah, ja, nice. Man hat natürlich ein bisschen Range tatsächlich, auch mit den Krallen. Also ein ganz bisschen Reichweite. Aber ist eher Nahkampf. Aber der ganze Champion ist generell eher kurze Distanz. Komm her, mein Guter. Das ist der andere Koga. Oh, 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 oh. Was machst du denn hier? Da kurz aus der Gefahrenzone raus. Ich habe auch meine Ulti. Oh mein Gott, der ist so low. Hilfe, Hilfe. Na, ich hau mal ab. Und zwar in diese Richtung. Und guck mal, ob ich den...
Oh mein Gott. Ich habe weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Ich dachte, ich krieg erstmal direkt hier den guten Meldamba weg. Hat nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Aber ich habe jetzt auch mal meine Ulti. Das heißt, ich kann hier mal ein bisschen offensiver noch reingehen. Der ist down. Zwar nicht von mir, aber ist mir eigentlich relativ egal. Man kann hier auch bei der Map relativ häufig runterfallen. So. Ich hole die mal jetzt von hier. Ich denke mal, der wird hier lang laufen. Nice. Da habe ich dich. Also ich check den Champion so ein bisschen halt, ne? Ah, nice, okay. Weil, der ist halt sehr, sehr, Kombo-lastig und so. Aber wir haben gewonnen. Das ist auf jeden Fall ganz nice. War eine knackige kleine Runde und das sollte eigentlich auch schon gewesen sein. Die neue Map, das ist, nur im Team Deathmatch, ne? Abyss heißt die, also Abgrund auf Deutsch, ne? Und ihr kennt sie aus dem Furia-Event, was es jetzt, also sobald dieser Patch online ist, nicht mehr geben wird, by the way. Und das war übrigens, da ist sie runtergefallen. Ja, moin. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Map. Die Stimmung ist mega nice darauf, finde ich. Und das war halt nochmal ein Rundchen Koga. Ich werde ein bisschen besser, aber ich muss auf jeden Fall noch einiges üben. Ah, und dann war es das jetzt von langer Nacht. Träumt euch schön, gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, Leute. Und ciao, ciao.